Spielzug. Das Fanmagazin der Deutschen Bahn berichtet vor jedem Bundesliga-Wochenende über die Partnervereine der DBAG. Werder Bremen, Hertha BSC, Eintracht Frankfurt und 1899 Hoffenheim. Heute schauen wir nach Berlin zu Tabellenführer Hertha. Hoffenheim rüstet sich für das Derby beim VfB und die Bahn sucht Deutschlands besten Nachwuchsverein. Das gab es noch nie. Hertha BSC ganz vorne in der Tabelle und das vom 21. Spieltag. Die Berliner haben Hoffenheim abgelöst. Jetzt ist der Hauptstadtclub Spitzenreiter und die Überraschung der Liga. Hertha bleibt trotzdem ganz cool. Wenn wir 4, 5 Spieltage vorm Ende noch vorne mitstehen, oben, dann kann man das über Meisterschaft sprechen, aber jetzt ist noch zu früh. Für mich ist es keine Euphorie, ich sehe keine Gründe. Wir wollen um eine UEFA-Cup-Platz zu kämpfen. Zumal Hertha weiter viele Ausfälle zu verkraften hat. André Voronin, Doppeltorschütze beim Sieg gegen Bayern, muss auch in Wolfsburg ohne seinen verletzten Sturmpartner Marco Pantelic auskommen. Wolfsburg ist im eigenen Stadion ungeschlagen. Ein Top-Team. Wolfsburg hat gute Mannschaft, richtig gute Mannschaft. Und vor allem zu Hause sind wir seit 14 oder 15 Spielen nicht mehr, also kein ungeschlagen. Und von daher müssen wir uns gut vorbereiten, weil es wird ein ganz schweres Spiel für uns sein. Hertha bleibt cool. Die beste Voraussetzung, um weiter ganz oben mitzuspielen. Diego ist wieder da. Der Brasilianer erzielte im UEFA Cup gegen den AC Mailand den 1:1 Endstand und darf nach seiner Rotsperre in der Bundesliga gegen Cottbus wieder ran. Patrick Ochs hat sich die Hand gebrochen. Sein Einsatz in Karlsruhe ist fraglich. Dafür darf Mittelfeldspieler Ümit Korkmaz auf sein Comeback hoffen. Hertha und Hoffenheim, zwei Partnervereine der Bahn, stehen ganz vorne in der Tabelle. Dort gehört eigentlich auch Werder hin, kommt aber von Platz 10 nicht weg. Frankfurt droht als 13. der Abstiegskampf bis zum letzten Spieltag. Ralf Rangnick sieht nicht nur unzufrieden aus. Der Hoffenheimer Trainer hadert mit seinem Team nach 2 sieglosen Spielen. Auch der Test unter der Woche bei Zweitligist Wehen Wiesbaden ging mit 1:2 verloren. Der Sensationsaufsteiger ist im rauen Bundesliga-Alltag angekommen. Wir müssen einfach nach vorne gucken und wir wissen, dass wir nicht gut gespielt haben und einfach wieder hart im Training arbeiten, jeder an seine Grenzen gehen. Das war beim 1:4 gegen Leverkusen nicht so. Einige Spieler haben doch gedacht, sie stehen auf einer Stufe mit Ribéry, nörgelte Rangnick. Der Trainer bangt vom Derby in Stuttgart um Timo Hildebrand. Der Torhüter ist angeschlagen. Dennoch soll beim VfB ein Erfolgserlebnis her. Wir haben die Qualität, uns den VfB zu schlagen. Und mit einem Punkt, ich weiß nicht, ob ich da zufrieden wäre, ich glaube ich nicht. Ich bin ein Typ, der gewinnen will und für mich sind da 3 Punkte drin. Der Kick in Stuttgart wird ein Schlüsselspiel. Ein Dreier beim VfB würde bei den Hoffenheimern neue Kräfte freisetzen für den Kampf um die internationalen Plätze. Es ist vieles möglich, wir sind gerade im Moment oben dabei und mich würde es auf jeden Fall auch persönlich freuen, wenn wir unter die ersten 5 kommen. Und ich denke, dass wir da sehr gute Chancen haben. Gute Chancen haben auch alle Hoffenheimer Talente, die das Nachwuchsleistungszentrum von 1899 besuchen. Ja, hallo, herzlich willkommen hier im Nachwuchsleistungszentrum von 1899 Hoffenheim. Mein Name ist Matthias Born und ich freue mich, Sie hier heute begrüßen zu dürfen. Ich bitte Sie, mir zu folgen. Rund 180 junge Kicker zwischen 10 und 18 Jahren profitieren von den optimalen Bedingungen im Nachwuchsleistungszentrum. Ja, wie Sie sehen, haben wir hier den Athletikraum, Fitnessraum, den wir mit unseren Jungs täglich nutzen können. Hier stehen täglich 2 Athletiktrainer zur Verfügung. Mit der Jugendförderung begann das Engagement von Dietmar Hopp bei 1899 und damit die Erfolgsgeschichte des Hoffenheimer Fußballs. Matthias Born und seine Kollegen sollen die Talente an den Profikader heranführen. Doch das ist nicht alles. Vertreter von Hoffenheim, der Deutschen Bahn und Sportbild suchen und küren den besten Nachwuchsverein Deutschlands, der mit dem DB-Nachwuchsförderpreis ausgezeichnet wird. Der Sieger gewinnt ein Trainingswochenende in Hoffenheim. Ja, die Jugendarbeit liegt uns sehr am Herzen in allen Anlassbereichen und wir freuen uns im März hier die Gewinner des DB-Nachwuchsförderpreises in Hoffenheim begrüßen zu dürfen.
Der Sieger bekommt dann auch einen Einblick in das Nachwuchsleistungszentrum der Hoffenheimer. Hier bekommen die Talente auch Unterstützung bei den Hausaufgaben für die Schule. Ein System mit Erfolg. Ja, im letzten Jahr wurde man deutscher Meister mit der U17. Haben wir uns alle gefreut, aber es ist, wie so schön im Fußball gesagt, wie Tagesgeschäft. Es ist jetzt schon ein halbes Jahr her und wir arbeiten einfach zielorientiert mit den Jungs über mehrere Jahre hinweg und möchten sie dann für unseren Profibereich auch ausbilden. Weitere Infos zum DB-Nachwuchsförderpreis gibt es im Internet unter www.sportbild.de/dbförderpreis. Jetzt sind Sie am Zug. In unserer Rubrik Fans fragen Spieler antworten können Sie einem Bundesligaspieler eine ganz persönliche Frage stellen. Ich bin der Pascal, hallo Ali Beck. Wie war denn das erste Mal bei der Nationalmannschaft? Ja, es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Es war eine sehr spannende, aufregende Woche für mich. Wobei die Ergebnisse jetzt in der Woche, vor allem auch das Spiel dann in Düsseldorf gegen Norwegen, natürlich nicht so gelaufen ist, wie man sich das vorstellt. Wir hätten gern gewonnen, auch ich hätte gern zum Debüt gewonnen, aber trotz alledem, ich habe jede Minute genossen. Und die Tage waren auch sehr intensiv und schön. Ja, mein Name ist Max und Andi, ich wollte mal fragen, wie die Atmosphäre im neuen Stadion so ist. Ja, anders, auf jeden Fall anders. Es ist größer, ein bisschen gigantischer, aber ich denke, die Stimmung, die wird auch mit den Spielen kommen, wenn wir dann wieder ein bisschen attraktiver spielen werden, erfolgreicher, aber es macht trotzdem unheimlich viel Spaß und man merkt einfach, dass es unser Stadion ist, aber jetzt müssen halt noch die Ergebnisse nachgeliefert werden, dann stimmt es auch mit der Stimmung. Also schicken auch Sie uns Ihre Frage per Video an Adcon AG, Stichwort Spielzug, Leipziger Platz 8 in 10117 Berlin oder per Mail an info@spielzug.com. In dieser Woche können Sie ein Trikot mit Autogramm von Andreas Beck gewinnen. Beantworten Sie folgende Frage. Von welchem Bundesliga-Verein wechselte Andreas Beck zu 1899 Hoffenheim? A. VfB Stuttgart oder B. Bayern München? Die Gewinnspiel-Hotline ist die 01378 80 1015. Unter allen Teilnehmern verlosen wir am Ende der Saison zwei Karten für das DFB-Pokalfinale in Berlin, inklusive Anreise mit der Deutschen Bahn und einer Hotelübernachtung. Spielzug wünscht viel Glück. Spielzug gibt's jetzt auch für unterwegs als Podcast unter www.bahntv-online.de. In der nächsten Sendung berichten wir unter anderem vom Sonderzug der Hertha-Fans nach Wolfsburg. Spielzug sehen Sie am nächsten Freitag wieder auf sport1.de, Bahn TV, TV Berlin, Rhein-Main TV und Rhein-Neckar-Fernsehen.